Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Da bin ich jetzt wieder, endlich nach 2, 3, 4, 5, 6, 7 Wochen. Ich weiß gar nicht, wie lange ich jetzt weg war. Und ich habe ein paar Informationen zu euch. Als allererstes möchte ich euch kurz ein paar Infos geben zum Adventskalender und als zweites zu einem Gewinnspiel, was ich mir ausgedacht habe. Ja, ich denke mal, es ist ganz wichtig oder ganz interessant, damit ihr ja, wisst auch, was da auf euch zukommt im Adventskalender. Von daher, fangen wir mit dem Adventskalender an. Und ich muss echt ein bisschen langsamer reden, sonst versteht ihr ja wieder nichts. Also, es gibt einen Adventskalender. Das bedeutet, ich werde jeden Tag vom 1. bis zum 24. Dezember ein neues Video hochladen. Und ich habe mir ausgedacht, dass ich da so einen riesen Gebrauchkauf-Check mit reinnehme. Das heißt, es wird jeden zweiten Tag ein Video kommen, wo ich mir ein gebrauchtes Motorrad angucke und euch die Mängel erzähle, beziehungsweise wir gucken uns zuerst die Anzeige an, dann fahre ich dahin, gucke mir das Motorrad soweit technisch an, erzähle euch die Mängel und dann machen wir noch einen kleinen Testbericht hinten dran. Und ich habe die Videos alle Testbericht genannt. Ihr wisst jetzt auch, dass das auch ein Gebrauchkaufcheck ist. Aus dem Grund, weil ich denke, sonst findet keiner die Videos. Nur ihr, die das jetzt wissen, ne, findet die sonst, wenn ich Gebrauchkaufcheck nenne. Aber deswegen habe ich mich für Testbericht entschieden, nur damit ihr schon mal Bescheid wisst. Ich muss dazu auch sagen, zu den 12 Testberichts, die das dann im Endeffekt sind, ist für jeden was dabei. Also vom Fahranfänger bis zum Knieschleifer eigentlich. Ja, ich muss gerade lachen, weil ich so ein Video auch genannt habe, vom Fahranfänger zum Knieschleifer. Da habe ich halt jemandem das Knieschleifen beigebracht und ratet mal, was er war. Ein Fahranfänger. Genau. Genau, so, jetzt bin ich ein bisschen raus. Was wollte ich jetzt sagen? Also, genau, es ist für jeden was dabei, motorradtechnisch. Das heißt, wir haben, also ich habe mir sowohl 1000 Kubik Maschinen angeguckt, ne, die richtig Bums haben, als auch Motorräder, die ein Fahranfänger mit 48 PS fahren kann. Gut, das ist das eine. Und das zweite, was ich zu diesem Gebrauchkaufcheck sagen möchte, ist, dass ich selber immer das Video so ein bisschen anders aufgebaut habe, beziehungsweise einen anderen Schwerpunkt gesetzt habe. Soll heißen, manche Videos sind dann halt mehr auf die Technik gelegt, also Wert gelegt auf die Technik, andere mehr auf den Sinn des Motorrads fahren mit diesem Motorrad. Ja, ich wollte das nur mal vorwegnehmen, bevor ihr sagt, das Video ist ja gar nicht wie das andere. So. Ne? Ich denke aber, im Großen und Ganzen ist das wirklich eine geile Geschichte geworden und ich habe das Ganze undercover gemacht, weil es natürlich blöd oder das ist nicht realistisch oder nicht so realitätsnah, wenn man vorher sagt, ja, ich filme das ab und so, dann sind die Verkäufer auch nicht immer so, als wenn sie wären, wenn die Kamera halt nicht dabei wäre. Deswegen habe ich das alles undercover gemacht, um auch zu gucken, ob die mir Scheiße erzählen oder Sachen sagen, oh ja, der Reifen, der ist noch gut eigentlich, ne? Obwohl der dann eine Dot hat von vor 6-7 Jahren. Naja, so, deswegen habe ich das undercover gemacht. Jeden zweiten Tag gibt es einen Gebrauchkaufcheck, Testbericht, wie auch immer man das Video dann nennen möchte. Und jeden ersten Tag, ne, abwechselnd halt, gibt es eigentlich Videos zu verschiedenen Themen. Das kann ich jetzt gar nicht über ein Themengebiet ziehen oder einen Schwerpunkt nennen, sondern das sind ganz verschiedene Sachen, sind auch manchmal Sachen, die nicht unbedingt was mit dem Motorradfahren zu tun haben, aber ich denke trotzdem gute Videos, ne? Also ich habe mir da wirklich Mühe gegeben, die Ein-Mann-Armee hat da wieder Vollgas gegeben, also ich alleine. Also ich weiß nicht, ob ihr das wisst, ich bin jetzt seit einem Jahr dabei und ich mache halt alles selber, ne? Ich mache die Videos selber, ich schneide die Videos selber, ich drehe die Videos selber, ich stelle die Kamera selber auf, so, hochladen und so weiter, Videoideen aufbauen, so, ist auch egal. Das war das und jetzt will ich euch mal in drei Thumbnails einblenden, damit ihr ungefähr schon mal einen Überblick habt, was überhaupt passiert. Also Gebrauchkaufcheck habe ich ja gerade gesagt, aber diese anderen Themen. Und ich mache euch noch eine Aufnahme rein, ja, damit ihr mal so einen kleinen Vorgeschmack bekommt. Gesagt, Struktur nicht immer gleich. Und was natürlich richtig geil wäre, ist, wenn ihr jeden Tag um 18 Uhr werde ich das Video ungefähr hochladen, dass ihr dann schön zum Abendbrot eine Folge 360 Grad Motorrad schaut. Das wäre so meine Traumvorstellung. Ja, also hätte es das damals für mich gegeben, was soll ich sagen? Ich werde es mir heute auch angucken. Ne? Ich werde mir abends immer schön was zu essen machen und dann werde ich eine Folge 360 Grad Motorrad gucken und gucken, was für eine Scheiße ich da gebaut habe. Nee,
Ich glaube, es ist wirklich, wirklich, wirklich in Ordnung geworden. Wenn nicht sogar sehr gut. So, was haben wir noch? Ich glaube, sonst habe ich soweit alles. Struktur nicht immer gleich, habe ich gesagt. Ich muss mal hier kurz gucken. Genau, wir haben da eine Playlist. Also werde eine Playlist erstellen, kennt ihr ja so von mir. Die heißt Adventskalender, falls ihr mal einen Abend verpasst, dass ihr dann wisst, okay, das, das und das Video ist in der letzten Zeit hochgeladen worden. Gut. Genau. Ja, und ich hoffe, dass das Ganze so ein bisschen den Kanal auch nach vorne treibt, ne? Wir sind ja jetzt zurzeit 136 Abonnenten. Wir haben heute leider einen verloren. Aber derjenige hat halt Pech gehabt, ne? Der verpasst jetzt einiges. Und damit hoffe ich eigentlich, dass wir den Kanal so ein bisschen pushen können mit den Videos. Ich mit den Videos, ihr vielleicht damit, dass ihr das anderen Leuten teilt oder mitteilt. Ja, ne, damit wir nochmal ein bisschen weiter wachsen, damit wir noch ein paar geilere Sachen machen können in Zukunft. Gut, das dazu. Jetzt kommen wir zum Gewinnspiel. Und das war auch so eine riesen... Ja, ich habe echt überlegt, wie ich das Gewinnspiel aufbaue. Aber ich habe mich jetzt... mein Mund wird immer trocken. Ich habe mich jetzt für eine ganz einfache Sache entschieden und die muss ich mal hier aufrufen, damit ich sie selber nochmal zusammenkriege. Also, das Gewinnspiel startet heute den 24.11. und das geht bis zum 16.12. Da könnt ihr alle teilnehmen. Teilnahme ist ganz, ganz einfach. Ihr müsst einfach nur Abonnent sein des Kanals und dann müsst ihr einfach nur einen Kommentar schreiben unter dieses Video hier. Ist egal was, schreibt da irgendwas drunter, dann seid ihr dabei. Und ich werde das auslosen am 18.12. Also bis zum 16.12. könnt ihr einfach kommentieren. Oder Leute, die ihr kennt, sagt ihr Bescheid. Ne? Abonniert den Kanal und kommentiert. Bist beim Gewinnspiel dabei. So, das ist das eine. Dann seid ihr dabei. Ne? Dann werde ich am 18.12. verkünden, wer gewonnen hat. Beziehungsweise wer hat den dritten Platz gemacht, wer hat den zweiten Platz gemacht und wer hat den ersten Platz gemacht. Jetzt natürlich die Frage, was man überhaupt gewinnen kann. Und da möchte ich am Rande mal eben erwähnt haben, dass ich das alles aus meiner eigenen Tasche bezahle. Und die meisten Gewinnspiele, die ihr kennt, das läuft über Sponsoring. Das bedeutet, die Leute kriegen die Produkte zugeschickt umsonst, also kostenlos, und machen dann Gewinnspiel und dann werden die Produkte wieder verteilt. Aber die haben keine Kosten dadurch. Ne? Nur mal eben am Rande erwähnt. Gut. So, was habe ich mir jetzt ausgedacht? Also, es geht um dieses Video hier, was ihr gerade seht. Wenn dieses Video mehr als 20 Likes hat und wir bis zum 16.12., solange wie das Gewinnspiel läuft, 140 Abonnenten geknackt haben, und ich denke mal, die 4 werden wir wohl locker noch schaffen, dann kann Platz 1 bis Platz 3 eine Tasse gewinnen. Welche Tassen, blende ich euch mal eben ein. Aber das ist natürlich nicht das Ziel, sondern das Ziel ist eine Spalte weiter. Und dazu müssen wir 100 Likes auf diesem Video hier schaffen. Es geht immer um dieses Video hier, was ihr gerade seht. Und bis zum 16.12. 200 Abonnenten knacken. Ich denke aber auch, dass das nicht das Problem ist, weil jeder von euch kennt noch einen Kumpel. Und das Video mal eben weiterzuschicken und zu sagen, abonnier mal eben und kommentier, dann bist du beim Gewinnspiel dabei, das ist, glaube ich, auch nicht das Problem. So, und dann kann der erste Platz eine Handyhalterung, eine Stromversorgung und einen Rucksack gewinnen. Oder, und das habe ich so eingerichtet, weil viele oder einige auf jeden Fall von meinen Abonnenten, die sind noch gar nicht so alt, dass sie überhaupt einen Motorradführerschein machen können. Und die können in den nächsten 5 Jahren auch noch keinen Motorradführerschein machen. Aber die haben trotzdem abonniert und die gucken trotzdem meine Videos. Und für die muss es ja auch eine Möglichkeit geben, was Sinnvolles zu gewinnen. Was soll der mit einer Stromversorgung fürs Motorrad, damit er sein Navi anschließen kann, wenn er kein Motorrad hat? Deswegen kann der eine Bluetooth-Box nehmen. Also man kann wählen zwischen der ersten oder zweiten Spalte. Und beim zweiten Platz genau das gleiche. Man kann wählen zwischen der ersten und der zweiten Spalte. Und beim dritten Platz oder der dritte Platz kriegt dann halt wieder eine Motorradtasse. Kann dann wählen auch wieder zwischen den 3, die ich vorhin eingeblendet habe. So, das war es soweit zum Gewinnspiel. Am 18.12. wird dann bekannt gegeben, wer gewonnen hat, wer Platz 1 bis 3 belegt hat. Und dann müsst ihr euch bei mir über Instagram einfach melden, mich immer anschreiben. Da heiße ich genauso, 360 Grad Motorrad. Und damit läuft die ganze Geschichte, würde ich sagen. Ja, wie gesagt, für einige Leute, die denken jetzt, das Gewinnspiel ist so das Highlight. Aber ich glaube, die Videos sind die Highlights. Ist wirklich so. Also ich habe mir da wirklich Mühe gegeben. Ich denke, da sind echt ein paar coole Videos dabei. Und ich denke auch, für Leute, die keine Ahnung haben, wenn sie sich ein Motorrad kaufen, ist da viel Wissen dazwischen, was man gebrauchen kann. Ich kenne das selber. Mit 18 habe ich mir ein Motorrad gekauft. Da hat der Verkäufer gesagt, das sind ein paar Kratzer von der Garage. Ja, Kacke, Alter. Die war weggerutscht, die Karre. Nur ich hatte einfach gar keine Ahnung. Und viele Leute haben auch, glaube ich, ein bisschen Angst vor diesem Gebrauchkauf, weil sie Angst haben, dass sie beschissen werden. Ich habe das in einigen Videos, die jetzt kommen werden, schon erwähnt.
Aber ich sag's nochmal, guckt euch den Gebrauchkaufcheck Teil 2 von mir an. Dann könnt ihr erstens den Gebrauchkaufcheck an sich besser folgen. Und zweitens, wie gesagt, das Wissen ist für immer. Ne? Gebrauchkaufcheck Teil 2, das ist ein gutes, wirklich gutes Video, ist ein bisschen lang, aber dafür sehr genau erklärt. Und wie gesagt, das Wissen habt ihr für euer Leben. Ich kann es nur immer wiederholen. Ich sehe einfach nur, dass das Video sehr wenig Leute gucken, wobei das eigentlich mit das Beste ist, was es bei YouTube zurzeit gibt. Das ist nicht arrogant, das ist einfach so. So, jetzt habe ich euch genug voll gelabert. Wir sind wieder am Start. Wir starten am 1.12. mit den Videos. Haut rein, bis dann. Ciao.